Guten Tag, Servus zusammen, Salve a tutti. Wir haben den 24. April, es ist Mittwoch, 17.33 Uhr. Wo ist meine Brille? Hier sie. Ihr müsst darauf achten, da kommen heute und auch in den nächsten Tagen immer wieder Zahlen. Jetzt hatten wir schon Tesla und so, ich mache es mal ein bisschen größer. Nur, dass ihr das wisst, also heute kommt Meta, morgen kommt Alphabet, Microsoft und dann nächste Woche geht es erst weiter. Also da kommen noch ein paar echte Heavyweights nur auf uns zu. Das ist der DAX und zack ist er aus dem Kanal raus. Ja, das ist erstaunlich. Also nicht, dass er raus ist, sondern wie er sich dann gleich bewegt. Ich kann jetzt hier diese Fibos erstmal rausnehmen. Im Moment haben die keine Bewandtnis und ich stehe drauf, dass der Chart so sauber wie möglich ist. Wir haben das hier, diesen Bereich ganz gut verteidigt. Diese 17.725 war noch mal drunter und am Wochenende war der dann auch mal irgendwo bei 17.400 angeblich. Ich nehme die jetzt mal raus. Was ich auch rausnehme, ist die untere Begrenzung von dem Kanal. So, jetzt ist der Chart ein bisschen sauberer. Wunderbar. Das ist also jetzt der DAX auf Tagesbasis. Hier überall positiver, stabilisierend und positiv. Hier auch positiv für den Oszillator. Wir sind in der Mitte der Bänder in der 20-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie ist bei 18.108, ganz grob. Das heißt, wir sind völlig neutral. Wir haben uns aus diesem Kanal rausgekämpft. Und wer es hier nicht geglaubt hat, muss es spätestens ab hier glauben. Ich zeige das gleich nochmal auf der Stunde bzw. 4 Stunden. Bei 17.900, ich glaube es war 7 genau. Und dass er dann so Gas gibt, ja, schön, war in Ordnung. Also fürs Daytrading ist das ein sensationeller Markt. Große, lange Bewegungen, auch schöne Gegenbewegungen, wie heute hier zum Beispiel. Sehr gut. Was ich zeigen wollte, ist das hier. Einmal hier draufgelegt, einmal hier angelegt. Jetzt mache ich die mal ein bisschen weniger. Bis zum Ende. Wenige. Tata. 61,8er. Wir waren heute Morgen vor 9 Uhr. Deswegen, ich handle eigentlich bevorzugt erst so ab 9.30 Uhr. Ganz grob. Da ist das erste Grobzeug schon raus und gar nicht vorher. Also agieren tue ich nicht vor 9.30 Uhr. Reagieren vielleicht, wenn es mal stark gestiegen ist oder stark gefallen ist und ich hatte irgendwo eine Position. Aber das hat fast wieder auf den Punkt gepasst. 18.220, meine, wir waren heute Morgen bei 18.240 oder irgend sowas. Ja, wie gesagt, da gucke ich drauf, aber ich handle da nicht. Perfekt. Und dann wieder eine Korrektur. Unterhalb der 20-Tage-Linie. Im Moment bei 18.078. Gut, also wir sind jetzt hier in der Mitte der Bänder, von daher völlig neutral. Die Bänder waren noch nicht viel, die gehen jetzt hier horizontal nach rechts einfach weg. Die werden sich ein bisschen reduzieren müssen. Aber viel mehr ist das nicht. Ich lasse diese Linie drin, weil das wäre dann durchaus auch nochmal, sollte das hier ein Fuller sein, dass er da runtergehen kann. Die muss man dann nachziehen, aber das sehe ich jetzt momentan nicht. Heute, hier und jetzt, also um 17.36 Uhr, vermag ich jetzt nicht zu sagen, ob die nächsten 200 Punkte drüber oder dran gehen oder von hier aus höher gehen oder drunter. Muss ich ehrlich sagen, der ist bei mir ziemlich neutral. Wichtig ist, dass dieser Kanal verlassen wurde und deswegen sind wir jetzt hier im völlig neutralen Bereich. Wie gesagt, es kommen noch Zahlen in den nächsten Tagen. Das kann noch recht heftig werden. Wir haben auch so ein paar richtig heftige Teile hier. Guckt mal auf Evotech heute. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt stehen. Minus ein paar 30%. Ich kann auch jetzt nicht erkennen, dass es da Bereiche gibt, wie die Chemie oder die Banken oder Autos oder so, die besser oder schlechter liegen. Das wechselt sich hier sehr stark ab. Da jetzt morgen die Invest mit der Pre-Invest anfängt, morgen Abend um 18 Uhr, werde ich also am Freitag keinen Film machen. Da wüsste ich, das schaffe ich nicht, keine Chance. Das mache ich also erst am Sonntagabend. Und ich gehe hier auch in den nächsten Tagen fast ohne Position rein. Wüsste ich jetzt im Moment nicht, da möchte ich mich gern morgen früh wieder hinsetzen, mir das überlegen. Aber er ist neutral, er ist nicht mehr gefangen in diesem Downtrend. Ich zeige jetzt das hier nochmal auf, sagen wir mal, der Stundenebene. Dieser Downtrend, dieser wirklich, wo auch immer wieder das 61er eine Rolle spielte, ist verlassen, der ist raus. Wir haben hier, das war das Hoch vom 15.04., da sind wir sogar ein bisschen drunter jetzt, das war also ein bisschen 100 Punkte, ja. Deswegen, dieser Downtrend ist aber für mich schon gebrochen.
Weil wir hatten nämlich dann hier, dann ging es runter auf ein B, auf ein C, auf ein B. Und das heißt, spätestens ab hier ist der Downtrend gebrochen. So ein Markt, wenn ein Downtrend bricht, macht nicht automatisch einen Aufwärtstrend. Das kann man vergessen. Der wird dann irgendwie so ein bisschen zur Seite oszillieren, hin und her. Ich rechne also im Groben für die nächsten paar Tage mit dem Handel zwischen hier, zwischen sowas hier, das ist die 18.240 und da waren wir ja heute auch dran, und runter mit nochmal unter die 18.000, also in dem Bereich so 17.950. Damit rechne ich den nächsten Tagen und da muss ich nicht mitmachen. Dann haben wir, was ein super Schein, das ist echt zum Spielen, weil der ist nicht, da wird man nicht gleich nervös, ist der hier. Das ist der Put, der 18.910er, den habe ich jetzt in den letzten Tagen bestimmt 10-mal gehandelt, hin und her. Das war echt schön. Und auch wenn man mal 50 Punkte schief liegt, ist das nicht, ist das, das macht mich nicht so nervös, als wenn es jetzt so einer hier wäre. Hier habe ich nichts geändert. Das heißt, es sind die gleichen Scheine. Der Hebel ist jetzt eine halbe Stunde alt. Der wird es vielleicht ein bisschen jetzt geändert haben. Das ist ja eher marginal. Ich habe im Moment hier keine wirklich echte Idee, die ich rüberrufen kann. Wir sind neutral. Und dann mal gucken, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.